Hallo bei Korrektiv. Neben mir sitzt mein Kollege Ristio Boytjev. Er ist Medizinjournalist bei uns und er hat was Spannendes gemacht. Er hat nämlich Alternativmediziner getestet. Ristio, was gibt es denn da zu testen bei Alternativmedizinern? Alternativmediziner sind erstmal ein wichtiges Thema, weil Alternativmedizin sehr beliebt ist in Deutschland. Und es wird viel darüber geschrieben, dass die Wirksamkeit der Alternativmedizin ja nicht belegt ist oder sehr umstritten ist. Wir haben uns was anderes angeschaut, nämlich die Frage, ob Alternativmedizin gefährlich werden kann. Ob nämlich sozusagen, wenn man mit einer gefährlichen Krankheit zu Alternativmedizinern geht, ob dann schlimme Sachen sozusagen passieren können. Und wie habt ihr das gemacht? Also wir haben uns eine Krankheit ausgesucht, Krebs, ein Hodgkin-Lymphom, also eine Erkrankung der Lymphknoten, die sehr gut mit etablierter Medizin, mit Chemotherapie zu behandeln ist. Das heißt, die normale Therapie wäre eine Chemotherapie. Und mit dieser Erkrankung, mit einer Diagnose und auch mit Bildgebung, mit einer DVD, mit Bildern von dem Krebs, sind wir dann zu verschiedenen Alternativmedizinern gegangen, von denen wir dachten, dass sie eventuell sozusagen bereit wären, diesen Krebs alternativ zu behandeln. Also du hast sozusagen, du bist hingegangen und gesagt, ich bin Patient, ich habe Krebs und bitte helfen Sie mir. Genau, ich habe gesagt, ich habe Krebs und ich diese Chemotherapie, es wird ja so viel Schlimmes davon erzählt. Ja, ja. Und also giftig und so und viele Nebenwirkungen. Und gibt es denn nicht eine andere Möglichkeit? Ja. Und was war das Verrückteste oder Überraschendste, was du erlebt hast? Also überraschend fand ich, dass tatsächlich, wir waren bei 8 Praxen. Ja. Da waren Ärzte dabei, da waren Heilpraktiker dabei, da waren auch sozusagen Heiler dabei, die überhaupt keine medizinische Ausbildung haben müssen. Ach, das geht. Man kann sozusagen ohne irgendwelche Ausbildung, kann man auch Patienten behandeln? Ja, nicht offiziell, aber ich kann ja sagen, ich nenne mich jetzt Heiler. Ah, okay, und, ja. Und zum Beispiel diese Geistheilung, und das war auch eine der verrücktesten Sachen. Ja. Die sagen ja nicht direkt, dass sie meinen Krebs heilen, sondern die haben dann gesagt, also es war eine Frau und ein Mann. Die Frau hat dann gesagt, ich habe auch diese Geistheilung dann gemacht. Sie hat yeah. gesagt, ich rücke jetzt bei dir sozusagen Energieströme zurecht, so dass sich dein Körper selbst heilen kann. Was heißt denn Geistheilung? Soll dann ein Geist kommen, der dich heilt? Oder wird dein Geist geheilt? Oder was ist denn Geistheilung eigentlich? Ja, also es ist gar nicht so leicht zu verstehen. Aber ja, die Geistheilung geht davon aus, dass der Mensch einen Geist hat, der Selbstheilungskräfte hat, die aktiviert werden können. Okay. Mhm. Und tatsächlich, also das war eine sehr interessante Erfahrung für mich, weil ich auch diese Geistheilung gemacht habe. Also das funktioniert durch Handauflegen. Also da kommt einfach die Frau und legt die Hand auf dich. Ja, oder sie hat sie so kurz über meinen Körper gehalten, ja. So dass theoretisch dann diese Energie von ihr zu mir zu deinem Geist strömt. Ja, ja. Dein Geist wird dann reaktiviert oder was? Oder? Ja, also sie wie hat das es so genau funktioniert, weiß man. Genau, das weiß man nicht. Ja. Aber sie hat dann auch gesagt, genau, und mir ging es ja immer um die Frage auch, reicht das, was ja. ich jetzt hier kriege, oder sollte ich auch die Chemotherapie machen? Die hast du gefragt, die Ärzte. Also reicht Geistheilung jetzt zum Beispiel aus? Genau. Ja. Und die sagen, da ist immer nicht so direkt. Die drücken sich ein bisschen davor, weil ich glaube aus juristischen Gründen. Ja. Aber sie hat zum Beispiel gesagt, wären Sie mein Sohn, ja. würde ich keine Chemotherapie machen. Also hat sie eigentlich abgeraten davon. Genau, ja. sie hat mir ziemlich stark sozusagen durch die Blume sozusagen davon abgeraten. Und also diese Sitzung einmal im Monat und dann vielleicht noch ein Vitamin dazu sollte irgendwie nach ihrer Meinung nach ausreichen, um diesen Krebs zu behandeln. Ich habe gesehen, du warst auch bei jemand, der macht neue germanische Medizin. Was ist das? Neue germanische Medizin? Neue germanische Medizin oder germanische neue Medizin geht davon aus, dass die meisten Erkrankungen durch Konflikte verursacht werden. Und man glaubt nicht so richtig an Viren. Viren gibt es gar nicht so. Ja. Hat auch niemand so richtig gesehen. Ja. Bakterien. Stimmt, die haben auch noch keine Viren gesehen. Ja? Bakterien sind auch nicht böse, sondern also Infektionen werden eigentlich auch nicht durch Bakterien verursacht. Es wird eigentlich alles durch so Konflikte verursacht. Und es gibt so Beispiele aus dem Tierreich, dass zum Beispiel sozusagen ein Hirsch, wenn er sein Revier verliert, dann wächst sein Herz, damit er stärker wird, damit er sein Revier zurückerobern kann.
bei Menschen da das nicht so machen kann, also wenn, wenn es in der Arbeit nicht gut läuft oder in der Beziehung, passiert ja auch sowas Ähnliches, aber ich kann diesen Konflikt nicht austragen und deswegen kriege ich Herzinfarkt. Man spricht also bei der neuen gemeinsamen Medizin überhaupt nicht von Krankheit, sondern von einer sinnvollen Reaktion des Körpers, die wir aber missverstehen. Und wieso heißt es neue germanische Medizin? Ich glaube, das sollte einfach nur neue Medizin heißen, weil es eine Neuerung war und germanisch, weil es sich so auf gewisse Traditionen hier beruht. Vielleicht auch gegen die verjudete Schulmedizin. Das ist, also man, sozusagen der Begründer dieser Strömung, der hat sich dann auch sehr abfällig über sozusagen die sogenannte jüdische Schulmedizin geäußert. Und das ist, was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn du dich wirklich diesen Alternativmedizinern anvertraut hättest? Also dein Lymphom so behandelt hättest? Ja, also wenn ich mich sozusagen hätte überzeugen lassen, von ihnen keine Chemotherapie zu machen, wäre das mit großer Wahrscheinlichkeit tödlich ausgegangen, weil dieses Hodgkin-Lymphom ist in den meisten Fällen tödlich, wenn man das nicht behandelt, und mit Chemotherapie aber sehr gut behandelbar. Das heißt eigentlich, sozusagen diese Leute, die mir von Chemotherapie abgeraten haben, die hätten mich auf einen Pfad gebracht, der mich getötet hätte. Gibt es eigentlich Zahlen darüber, wie verbreitet die Alternativmedizin in Deutschland ist, also wie viele Patienten das überhaupt in Anspruch nehmen? Das ist auch ein Grund, wieso wir diese Recherche gemacht haben, weil man erstaunlich wenig darüber weiß, was eigentlich so passiert in der Alternativmedizin. Mhm. Es wird nicht so genau verfolgt wie die Schulmedizin, also die sogenannte Schulmedizin. Schulmedizin ist ein Begriff der Alternativmediziner, um die Schulmedizin zu diskreditieren. Aber es gibt so Schätzungen, dass tatsächlich jeder dritte bis zweite Krebspatient davon Gebrauch macht. Also die Hälfte aller Krebspatienten. Ja, das kann man sich auch sehr gut vorstellen, weil man als Krebspatient natürlich alles Mögliche einfach ausprobieren will, in der Hoffnung, dass irgendwas hilft. Ja, ja. Und man muss die Sachen aber in der Regel selber bezahlen. Und ist es dann teuer oder ist es eher günstig? Weil ich meine, Hand auflegen könnte ja auch günstig sein. Ja, also gab es eine große Preisspanne. Tatsächlich, Hand auflegen war zwar sehr gefährlich, aber recht günstig. Ja. Also 100 Euro pro Sitzung ungefähr. Okay. Also war eigentlich ein guter Preis. Aber da gab es zum Beispiel ein Seminarzentrum, ein Haus, das eine fünfwöchige Therapie, die auch so eher spirituell ist und auch keine, sozusagen, keine Chemotherapie, also nichts sozusagen Festes anbietet, für 13.000 Euro. Mhm. Und da geht es schon an die Ersparnisse der Menschen. Mhm. Und ich meine, wenn das jetzt so offensichtlich unseriös ist, ich meine, kann man denen da nicht irgendwie, also ich meine, es ist ja unterlassene Hilfeleistung, was die dann quasi machen. Ist es nicht strafbar eigentlich, also jemand was zu versprechen, was dann ganz offensichtlich nach allem, was man wissenschaftlich weiß, null Effekt hat oder keine heilenden Effekte hat? Ist das irgendwie trotzdem zulässig? Es wird oft dagegen geklagt tatsächlich. Ja. Die Alternativmediziner versuchen sich abzusichern, indem sie Verträge unterschreiben lassen, dass angeblich der Patient aufgeklärt wurde darüber, dass es eine Minderheitenmeinung ist oder dass sozusagen die etablierte Therapie etwas anders vorschlagen würde. Diese Aufklärung findet aber oft nur sehr kurz oder überhaupt nicht statt. Man sichert sich aber ab und dann ist natürlich das Problem bei einer Krebserkrankung, wenn die Behandlung schief läuft, ist der Patient verstorben. Dann kann ich beklagen. Es ist sehr schwierig zu klagen. Die Familie, ich habe mit einer Rechtsmedizinerin gesprochen, die Familie hat dann keine Kraft mehr darauf. Das ist dann sehr schwierig. Und es ist auch sehr schwierig nachzuweisen, was genau passiert ist. Mhm. Aber theoretisch sozusagen, ja, kann man klagen auf unterlassene Hilfeleistung, arglistige Täuschung oder Körperverletzung. Du hast ja, glaube ich, am Ende dann auch die konfrontiert, also die betroffenen Alternativmediziner, hast gesagt, ich bin da eigentlich nur zu Ihnen als Journalist gekommen, in Wirklichkeit heiße ich so und so. Und warum haben Sie mir keine Chemotherapie gegeben zum Beispiel? Was haben die darauf gesagt so im Schnitt? Also warum haben Sie nicht eine bewährte schulmedizinische Therapie eigentlich dir dann zukommen lassen? Also keiner hat sich so richtig dazu geäußert, wieso er mir diese Therapie nicht angeboten hat, bis auf die Heilpraktikerin der neuen germanischen Medizin, die mir eine ziemlich rührende lange E-Mail geschrieben hat, wo sie nochmal beteuert hat, dass ihr die Augen geöffnet wurden durch diese neue germanische Medizin, dass sie jetzt versteht, dass es eben kein Krebs als solches gibt. Und also ich glaube, viele Menschen sind auch, viele dieser die Heiler sind auch selbst sehr überzeugt davon, von dem, was sie anbieten. Bei anderen weiß man es nicht, ob sie es wegen des Geldes machen, aber bei einigen hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass sie selbst einfach sehr stark davon überzeugt sind. Okay. Spannende Geschichte, was ein Krebspatient erlebt, wenn er mit einer Krebserkrankung zu Homöopathen, Geistheilern oder neuen germanischen Medizinern kommt. Das hat Ristio recherchiert und aufgeschrieben, alles nachzulesen auf korrektiv.org.